uraltes Heilmittel und reine Essenz. Das ist das Sarntaler Latschenkiefernöl. Seit mehr als 100 Jahren brennt man im Sarntal, im Herzen Südtirols, reinstes Latschenkiefernöl, da man um die wohltuenden Eigenschaften dieser Pflanze und des daraus gewonnenen Öles weiß. In Rheinswald führt Philipp Eschkfeller in zweiter Generation diese uralte Tradition mit Freude und großem Einsatz weiter. Die Latschenkiefer, Pinus mugo und im Sarntal Reischen genannt, ist ein sehr widerstandsfähiger Strauch, der bis zu 3 Meter hoch wächst. Hier im Sarntal bildet die Latschenkiefer vielerorts die Waldgrenze. Ihre krummen und elastischen Äste kriechen auf dem Boden, daher wird sie auch Legföhre genannt. Sie verleihen der Latschenkiefer eine große Stabilität. Sie hält jedem Schneesturm stand und überlebt auch größere Lawinen. Die Latsche kann bis zu 300 Jahre alt werden. Ja, die Latschen werden meistens im Frühjahr werden sie abgehackt. Man versucht gleich die Äste herzunehmen, weil da einfach das beste Öl drin ist. Wie man da sieht, da fährt ein Trieb drin, da sammelt sich das beste Öl. Die Latschenzweige die werden nach klein aufgehäckselt. Da braucht man ungefähr einen Kubikmeter, das sind ungefähr 250 bis 300 Kilo. Und da kriegt man ungefähr 1 Kilo Latschenöl aus. Die Sarner-Latsche ist ganz besonders. Sie wächst anders als ihre Artgenossen auf saurem vulkanischem Boden. Dieser ist sehr nährstoffreich. Da sie oberhalb der Baumgrenze von 1800 bis 2400 Metern Höhe wächst, ist sie stets den Naturgewalten ausgesetzt. Sie bekommt den Sommer über sehr viel Licht und Sonne. Im Winter aber trägt sie sehr viel Schnee. Große Temperaturschwankungen kosten sie viel Kraft. Die Kraft, die sie in ihr Wachstum investiert, spürt man auch in ihren Inhaltsstoffen. Die Sarner Latschenkiefer gibt ein sehr wertvolles Öl mit zahlreichen Inhaltsstoffen in hoher Konzentration ab. Das Produkt hat zertifizierte Bioqualität. Die Latschenkiefer, das wird hier in Sarntal Reischen genannt. Und früher waren die Latschenbrennereien oben bei den Latschen direkt vor Ort. Weil alles Handarbeit gewesen ist, dann ist es leichter gewesen, die Latschen zu verarbeiten. Heute durch den, dass die Wege viel mehr zu den Almauern gehen, werden mit dem Traktor und mit den Maschinen gearbeitet und die Reischen werden zu den Brennereien ins Tal hinunter transportiert. In den Sommermonaten werden bei schönem Wetter die Reischen geerntet. Frühmorgens brechen die Reischner mit dem Traktor auf, um die Latschenfelder auf 2000 Metern Höhe zu erreichen. Mit der Motorsäge und der Axt werden die Sträucher gerodet. Dabei wird der gesamte Strauch abgearbeitet. Die kleinen, zarten Äste mit den Zapfen und Nadeln werden zu einem Back gebunden und auf der Schulter zum Traktor getragen. So ein Back kann bis zu 50 Kilogramm wiegen. Dort werden die Latschenkiefernzweige gehäckselt. Die größeren Äste werden geschnitten und aufgestockt. Sie werden später in das Sägewerk gebracht und dort zu Hackschnitzel verarbeitet. Mit dem Traktor wird das Material bis zur Brennerei befördert. Das Material wird über ein Förderband in den Kessel geschleust. Dort finden 8 Kubikmeter gehäckselte Latschenkiefern Platz. Dann wird im Heizkessel mit den Hackschnitzeln und dem entölten Material ein Feuer entfacht, um Wasser zu erhitzen und so Dampf zu erzeugen. 8 Stunden lang wird das Material im Kessel mit Dampf erhitzt. So lösen sich die Inhaltsstoffe, die Terpenkohlenwasserstoffe aus den Nadeln, den Zapfen und den Ästen und werden vom Dampf gebunden. Wird der Dampf nach diesem Vorgang in den Kühlkessel weitergeleitet, verflüssigt er sich wieder. Das entzogene Öl trennt sich durch das geringere spezifische Gewicht vom Wasser und schwimmt oben auf. Es kann jetzt ganz einfach abgelassen werden. Der Filterungsprozess entfernt auch die letzten Staubpartikel. Das Sarntaler Latschenkiefernöl enthält rund 60 verschiedene Inhaltsstoffe. Durch die Wasserdampfdestillation werden die Terpene aus der Pflanze gelöst und in dem 100% naturreinen Öl für den Menschen gebunden.
Die enthaltenen Terpene zeigen sich förderlich für die Durchblutung, sie regen die Funktion der Nebennierenrinden an, sind entzündungshemmend und schleimlösend. In der Pharmazie wird das Latschenkiefernöl schon lange verwendet. In der Kosmetik ist es in den letzten Jahren vor allem für die durchblutungsfördernden Eigenschaften beliebt geworden. Seit jeher wird das Sarntaler Latschenkiefernöl im Sarntal als bewährtes Hausmittel verwendet. Zum Inhalieren bei Erkältung, als Badezusatz für ein regeneratives Bad oder punktuell zum Einreiben bei Gelenkbeschwerden und Rheuma. Dabei verlassen sich die Sarner komplett auf Überlieferung ihrer Vorfahren. Das Hauptprodukt der Latschenölbrennerei Eschkfeller ist das 100% naturreine Latschenkiefernöl. Außerdem sind in der Produktpalette Zirbelkiefernöl, Gebirgslärchenöl, Gebirgsfichtenöl, Tannenöl und Wacholderöl zu finden. Seit 10 Jahren sind Familie Eschkfeller Teilhaber der Sarner Natur, welche Produkte auf Basis der Koniferenöle entwickelt, produziert und vertreibt. Das Aushängeschild ist dabei die Kosmetiklinie Tres. Durch die Eigenschaft der Latschenkiefer, die Durchblutung anzuregen, verspricht diese Linie ein regelrechtes Training für die Haut. Auch die hauseigene Naturkosmetiklinie Eschkfeller basiert auf diesem Prinzip. Alle Produkte und eine Auswahl an bäuerlichen Produkten und Handarbeiten bietet Familie Eschkfeller im Latschenladen an. 7 Tage in der Woche ist hier für Sie geöffnet. Ja, die ersten Latschenbrennereien haben sich Anfang 1900 angesiedelt in Sarental. Durch den, dass so viele Latschen sein da bei uns, hat sich das automatisiert. Und da haben wir das Glück, dass da in Sarental die besten Latschen wachsen, die es gibt auf der Welt. Man nannte diese Einrichtungen Wanderbrennereien. Da es auch noch keine anderen technischen Hilfsmittel gab, war das Arbeiten in den Reischen eine anstrengende und oft auch gefährliche Arbeit. Die Latschenbäder haben in Sarental auch schon eine lange Tradition. Die Mami hat mir früher schon allem so Geschichten erzählt. Wie früher die Arbeit, die Latschenarbeit, das ist ganz eine strenge Arbeit gewesen. Die haben Rückenschmerzen gehabt auch. Und die haben sich den Feierabend allem in den Hosen Latschenmaterial hineingelegt. In der Reisstrebe haben wir gesagt. Und die haben sich da einfach in einer kurzen Zeit allem ganz gut erholt. Aber auch andere Geschichten sind gewesen, dass ein Leute mit dem Pferd zu den Latschenbrennereien sind hingebracht worden, weil sie nicht mehr umgekehrt gehen. Und die sind 14 Tage lang alle Tage in den Latschen in der Strebe drin gelegen und sind nach zu Fuß heimgegangen. 1970 war Florian Eschkfeller der erste Reischner, der die Brennerei hier im Tal aufbaute und von nun an das Material ins Tal beförderte. Damit die Tradition des wohltuenden Latschenbadels nicht verloren ging, richtete Barbara Eschkfeller auch hier im Tal ein original Sarntaler Latschenkiefernbad ein. So können nun seit knapp 20 Jahren hier Gäste aus nah und fern dieses einzigartige Bad, eine Kombination aus Duft und Wärme, erleben. Im Hause Eschkfeller dreht sich alles rund um die Latschenkiefer und das Wohlbefinden. Da genießt man exklusiv die Sauna für sich, entspannt bei einer Massage oder gibt sich der Schönheit hin. Und wer länger bleiben möchte, kann das in der Garnie Reischenhit tun. Ein Leben also für die Sarner Latsche, das Familie Eschkfeller aus Rheinswald führt.